Hallo liebe Freunde, mein Kanal MasterJab hat 50.000 Abonnenten erreicht und das ist auch schon eine ganze Weile her. Aber aufgrund dessen mache ich heute eine Folge Crazy Records mit 50 krassen Weltrekorden. Und weil ich ein volles Schwein bin, habe ich mir ein bisschen Hilfe dazu geholt. Intro. In Singapur gibt es die meisten Millionäre der Welt. Insgesamt haben 188.000 Haushalte jeweils mehr als 1 Million $ auf dem Konto und das entspricht sogar 17% der Gesamtbevölkerung. Im Jahre 1998 baute Ron Cook mit unglaublichen 322 km/h einen Motorradunfall und überlebte. God damn, ist der Junge hart. Das Ganze hat sich so zugetragen, dass er auf der Rennstrecke sein Gleichgewicht verloren hat, gefallen ist und zudem ist er noch mit seinem Fuß am Motorrad hängen geblieben. Er wurde zudem dann einfach nur mal so schniegende Viertelmeile mitgeschliffen und gehört heute ebenfalls zu den Rekordüberlebenden. 2012 hob Antanas Kontrimas eine 63,5 Kilogramm schwere Frau hoch, alleine mit seinem Bart. Ich hoffe, Antanas ist kein weiblicher Name. Das wäre irgendwie strange. Der nächste Rekord, die längste Ehe. Am 13. Mai haben Herbert und Selmira Fischer, spricht man das aus? Ich hoffe schon, in North Carolina geheiratet. Bis zu Herberts Tod waren sie 86 Jahre und 290 Tage verheiratet. Mann, das nenne ich mal vorbildlich, oder? Meine längste Beziehung war vielleicht 3 Stunden, weil länger hält es kein Schwein mit mir aus. Die glücklichsten Menschen. Laut einer Umfrage der World Database of Happiness bewerten die Bürger Costa Ricas ihre eigene Zufriedenheit im Durchschnitt mit 8,5 von 10 Punkten. Die meisten Scrabble-Gegner gleichzeitig. Chris May gewann 25 von 28 Scrabble-Spielen, die er alle gleichzeitig spielte. Die Nummer 9 der Scrabble-Weltrangliste brauchte für alle diese Spiele 4 Stunden. Neil White sprang in gerade mal 8,31 Sekunden von einem zum nächsten Gymnastikball. Insgesamt waren es 10. Außerdem hält er den Rekord für den weitesten Sprung von einem zum anderen Gymnastikball. Es waren 2,3 Meter. Manuel Riber wurde mit 560 Kilo zum fettesten Mann der Welt erklärt. Obwohl er bis 2012 120 Kilo abgenommen hatte, naja, war er immer noch der fetteste Mensch, den Guinness World Records jemals gewogen hat. Was hatte der Typ bitteschön für den BMI? Jeder kennt Star Wars und das ist an sich schon ein Rekord für sich, aber die Filme um Luke, Leia, Darth Vader und die helle und die dunkle Seite der Macht haben einen ganzen Haufen an Rekorden zu bieten. Tatsächlich ist Star Wars das lukrativste Filmfranchise aller Zeiten und hat seinen Schöpfer George Lucas geradezu absurd reich gemacht. Statt einfach als Regisseur bezahlt zu werden, sicherte sich George Lucas die Rechte an allen Fortsetzungen und allen Merchandising, das auf Star Wars beruht. Das machte ihm bis zum Jahr 2011 schon 3,2 Milliarden Dollar schwer. Ja, leck mich am Arsch. Die Krone setzte er der Sache aber auf, als er 2012 die gesamten Rechte an Star Wars für 4 Milliarden Dollar an Disney verkaufte. Ist das schön! Dafür kann man sich eine kleine Insel kaufen. Hawaii oder so. Louis Tanner war der jüngste TV-Moderator der Welt. Im Alter von 6 Jahren moderierte er die Sendung Cooking for Kids. Das amerikanische Indie-Rock-Duo Matt und Kim tanzte 2013 mit 3.344 Leuten den Harlem Shake. Habt ihr euch auch schon mal gedacht, ich habe absolut keine Ahnung, wo ich mit meinem ganzen Geld hin soll? Ja, dann checkt doch einfach ins teuerste Hotel der Welt ein. Das Royal Penthouse ist mit lächerlichen 50.000 Euro pro Nacht doch genau das Richtige für dich. Es bietet eine eigene Terrasse, einen eigenen Flügel, ein Badezimmer aus Marmor. Und für die Aussicht ist auch gesorgt, du kannst nämlich direkt auf den Genfer See starren. Zazral Erdenbeleg hielt die Minelli-Beuge insgesamt 4 Minuten und 17 Sekunden lang aus. Für diese anspruchsvolle Position muss ein Artist das ganze Körpergewicht über eine Mundhalterung auf eine kurze Stange verlagern. Ja, ihr kennt das ja vielleicht, ne? Ihr habt so richtig Bock auf puren Zitronensaft. Also wenn ihr mal richtig so richtig Durst habt auf puren Zitronensaft. Der Amerikaner, Michael Jenkins, ne? Der hat nämlich beim Wettbewerb teilgenommen, der darum ging, dass man am schnellsten puren Zitronensaft trinken soll. Die Aufgabe war 1 Liter auf Ex. Puren Zitronensaft. Ich sag das so oft, weil ihr euch das einfach mal vorstellen müsst. Hat er geschafft in 54,1 Sekunden. 10 Sekunden schneller als der zweite. Glückwunsch, Michael.
Wozu benutzt ihr eigentlich eure Füße? Oder könnt ihr irgendwas Besonderes mit euren Füßen? Also meine Füße können riechen, während meine Nase läuft. Ist das nicht irgendwie merkwürdig? Na jedenfalls war Jessica Cox die erste Frau, die ein Flugzeug steuert mit ihren Füßen. 2008 erhielt sie ihren Pilotenschein, obwohl sie ohne Arme zur Welt kam. Sie bedient alles Notwendige mit den Füßen und wurde zur ersten Frau, die ein Flugzeug mit den Füßen steuert. Ist das nicht cool? In rund 6 Monaten und aus ca. 250.000 Zahnstochern schuf Stan Monroe ein Modell des Burj Khalifa in Dubai. Die Skulptur hat eine Höhe von 5,09 Metern und ist ein Nachbau vom größten Gebäude der Welt. Das habe ich für euch extra auswendig gelernt. Am 6. August 2009 stopfte sich der Brite Simon Elmore 400 Strohhalme in den Mund. Sein eigenes Ziel waren 402, aber er knackte trotzdem den Weltrekord damit. Die Katze mit der meisten Fanpost. Ihr Name? Sox. Sie lebte im Weißen Haus während der Präsidentschaft von Bill Clinton von 1992 bis 2000 und hat pro Woche ca. 75.000 Briefe und Päckchen bekommen. Gary Hatter reiste 260 Tage lang 23.487,5 Kilometer von Portland nach Florida. Normaler Ruf, würde ich sagen. Aber jetzt, Leute, kommt's. Er hat das Ganze mit einem oder auf einem oder neben, unter einem, ich weiß nicht, mit einem Rasenmäher gemacht. Crazy. Total. Boom. Der weiteste Sprung einer Katze war der von Ellie am 27. Oktober 2013 und war sagenhafte 1,82 Meter weit. Ellie ist mit der Amazing Advocate Show unterwegs und man kann sie sich angucken. Die beliebtesten Weltrekorde sind Sammlerrekorde. Bis 2014 sammelte Andreas Scala 2290 unterschiedliche Polizeimützen aus unterschiedlichen Epochen und unterschiedlichen Ländern. Sally Orange brauchte als Orange verkleidet bei der Fiona London Marathon genau 4 Stunden 32 Minuten und 28 Sekunden. Sie erhielt den Weltrekord mit dem Titel Schnellste Frucht. Der tiefste Sturz beim Skifahren. Bridget Mead stürzte bei den Weltmeisterschaften im Extremskifahren fast 400 Meter in die Tiefe. Wieso macht er sowas? Er zählt somit mitunter zu den Rekordüberlebenden. Der größte NES-Controller der Welt ist 3,5 Meter mal 1,5 Meter mal 1,5 Meter. Und das Ding funktioniert sogar. Größter Spaten! Human Quality Garden Products erfanden 2011 in Droidwich einen 3,90 Meter großen Spaten. Wenn die wüssten, dass ich schon einen Klappspaten erfunden habe, der weitaus schon im geklappten Zustand so groß war. Steve Sansweet aus dem Norden Kaliforniens hat auf seiner Rancho Vivan schätzungsweise 300.000 Star Wars Fanartikel. Bis jetzt wurden aber leider nur 68.592 Artikel gefunden. Genau, das reicht dem Guinness World Record aber bei weitem. Das Prüfen aller genauen Gegenstände wird Jahre dauern, vor allem weil seine Sammlung immer weiter wächst. So we have a Cantina Band, 4 members and their audio animatronic. You can dance. Spielt denselben Song nochmal. Alles klar, denselben Song und los. Dass Star Wars eine riesen Fangemeinde auf der ganzen Welt hat, ist ja klar. Aha, yeah, yeah. Aber Star Wars hält auch den offiziellen Rekord, die am häufigsten zitierte, parodierte und imitierte Filmreihe der Welt zu sein. Von Spaceballs bis Big Bang Theory. Die IMDb listet über 3500 Referenzen zu Star Wars in anderen Filmen. Dabei sind Online-Parodien, Fanfilme und sagen wir, Puppenserien gar nicht mitgerechnet. Eine Puppenserie mit dem Lord der Sith? Ich finde ihren Mangel an Respekt beklagenswert. Die höchste Lebenserwartung. Die Japaner haben die höchste Lebenserwartung der Welt. Die Männer werden durchschnittlich 80,1 Jahr, die Frauen 87,2 Jahre alt. Das Hausrind Bostaurus aus Schottland hat die längsten Haare der Welt. Also Tierhaare, Moment. Nee, hat die längsten Haare der Welt, Tatsache. Krass. Seine durchschnittliche Haarlänge beträgt 35 cm und hierzu haben sie die Haare vom Pony gemessen und die Haare, die aus den Ohren wachsen. Im Jahr 2010 waren 89,1% aller verschickten E-Mails einfach Spam-Mails. Dann haben sie bis zum Jahr darauf irgendwelche Botnetze lahmgelegt, sodass es dann nur noch 75% waren. Aber verglichen mit dem Jahr 2001 ist das immer noch mega viel, denn da waren es gerade mal 8%. Wahnsinn! Hört auf, mir eure Pillenwerbung zu schicken. Ich habe auch keine Verwandten in Afrika, die mir 1 Million vermachen. Leider. Also ich mache ja nachts auch oft auf, wie viele, und frage mich,
Das größte Foto der Welt, ne? Welches ist das eigentlich? Und die medizinische Fakultät der Universität Leiden hat 2010 das größte Foto der Welt produziert. Und es ist wirklich groß, denn es zeigt ein Zebrafisch-Embryo und wurde aus 26.434 Einzelaufnahmen eines Elektronenmikroskops zusammengesetzt. Insgesamt, Achtung, jetzt kommt nämlich das, was es fantastisch macht, 281 Gigapixel an Daten. Meister im Kopfrechnen. Freddy Reyes Hernandez multiplizierte 10 Paare aus 8-stelligen Zufallszahlen in 3 Minuten und 54,12 Sekunden. 2012 gewann er die Memorial WM im Kopfrechnen. Carsten Marth baute einen 4,37 Meter langen Golfschläger und schlug damit einen Golfball 165 Meter weit. Für gewöhnlich sind Golfschläger so zwischen 1,14 Meter und 1,22 Meter lang. So, nun kommen wir zum größten Schuh ever. 2013 präsentierte Electric Secchi. Warum haben alle so schwere Namen? Einen 6,4 Meter langen Schuh, der 2,39 Meter breit ist und 1,65 Meter hoch ist. Ja, mit Zahlen habe ich es schon besser, ne? Weitester Sprung mit einem Boot. Der Stuntman Jerry Comeyaux, ich habe keinen Plan, wie man das ausspricht und deswegen sage ich es wie ein Behinderter, schaffte im Film Leben und Sterben lassen mit einem Speedboat den weitesten Sprung ever. Insgesamt waren das ca. 36,5 Meter. Die Anechoic Test Chamber in den Orfield Laboratories in Minneapolis ist der ruhigste Ort der Welt. Dort drinnen wurde ein Hintergrundrauschen von minus 13 dBA gemessen. Wem diese Einheit nicht sagt, der möge A googeln oder sich vorstellen, es ist so leise, dass man darin verrückt wird. Passend zu Spider-Man, der Weltrekord am schnellsten einen Menschen an die Wand kleben. Den Weltrekordhalter Ashrita Furma, vergessen wir in dieser Ausgabe natürlich nicht, er klebte innerhalb von 32,8 Sekunden seinen Kameraden an die Wand fest. Buff Timmy Gomez gelang es 2011, einen Hattrick innerhalb von 7 Minuten klar zu machen, okay? Und das gegen Dinamo Zagreb. Der Typ hat nach Bam Tore rausgeballert. Piu, piu, piu. Der Strongman Tommy Lotta zerbrach 2012 16 Baseballschläger mit seinem Rücken. Usando la forza del braccia. Die erste aufgenommene und noch immer erhaltene Fotografie ist Blick aus dem Arbeitszimmer von Joseph Nicephore Nietzsche und zeigt 1826 den Blick aus seinem Arbeitszimmer. Und hat er damals interessanterweise in 8 Stunden Belichtungszeit auf eine Zinnplatte aufgenommen, die mit Asphalt beschmiert war, womit es gleichzeitig auch das erste Graffito war. Die 5 bekanntesten Weltmarken 2012 sind Microsoft, Google, IBM, Apple, Coca-Cola. Es gibt über 300 Video- und Computerspiele auf der Basis von Star Wars. Das erste Star Wars Computerspiel kam anlässlich des Filmreleases von Das Imperium schlägt zurück 1982 für die Atari 2600 Spielekonsole heraus. Hammer Grafik und geiler Sound. Man merkt quasi gar keinen Unterschied zum heutigen Battlefront. Der juwelenbesetzte Hühner GST kostet umgerechnet 16.928 Euro und ist damit der teuerste Staubsauger der Welt. Bisher wurden 2 Stück verkauft und ich möchte sehr gerne wissen, wer hat so ein Ding? Abdullah Al-Azad, ich hoffe mal, ich habe den Namen richtig ausgesprochen, hält den Weltrekord für die meistens so einen Turm gestapelte 1-Euro-Münze mit insgesamt 40 und das innerhalb einer Minute. Auf den Kopf des goldenen Labradors Agatha wurden 2004 6.000 Euro ausgesetzt. So viel Geld. Nachdem der Hund in Kolumbien halt mal eben 300 Kilo Kokain gefunden hatte. Nicht schlecht. 2012 stellte Scott Damrow einen Rekord mit Eiern auf. Innerhalb von nur einer Minute zerschlug er 142 Eier mit seinem Kopf. Ich werde mir dieses Ei nicht gegen meinen Kopf hauen. Die Herstellung der größten Lasagne der Welt dauerte insgesamt 9 Stunden. Der Klassiker aus Fleisch und Pasta wog insgesamt ganze 4.865 Kilogramm und das ergab 10.000 Portionen. Und ich habe nichts abbekommen. Gary Connolly boxte 2012 die meisten Runden in Folge. 123 waren das nämlich und zwar gegen 42 Gegner. Da-da-da. Da-da-da. Am 13. November 2013, dem Guinness World Records Tag,
wurde in London auf der Woodworth ein ziemlich seltsamer Weltrekord aufgestellt. Und zwar trafen sich 325 Leute, die als Pinguine verkleidet waren. Meine Theorie ist, das waren Banker. Und der letzte. Todd DeFazio trägt den Spitznamen der Dorftrottel. Und das hat auch jeglichen Grund. Er befestigte 15 Roman Candles und Flaschenraketen an seinem Körper und ließ sie alle gleichzeitig anzünden. We don't have headless, we got nippleless, we got other needless. Und nur so als kleine Nebeninformation, ihm ist dabei nichts passiert. So, das war jetzt ein ziemlich langes Video. Vielen, vielen Dank an alle YouTuber, die daran mitgearbeitet haben. Bei so vielen Leuten könnt ihr mir glauben, dass das nicht einfach war. Und da ist auch ziemlich viel Schrott an Outtakes zusammengekommen. Aber das zeige ich euch in den nächsten Tagen. Die Kanäle von allen Leuten, die mitgemacht haben, findet ihr natürlich unten in der Videobeschreibung. Haut raus!